Die Straßenbahn Gotha, vor allem bekannt durch die als Thüringer Waldbahn bezeichnete Überlandstraßenbahn nach Bad Tabarz, ist mit 36,35 Kilometern Länge das zweitgrößte Straßenbahnnetz in Thüringen. Es unterscheidet sich vor allem durch die ländliche und landschaftlich reizvolle Streckenführung sowie den einzigartigen Fahrzeugpark von anderen Straßenbahnnetzen und ist daher definitiv eine ausführliche Betrachtung wert. In diesem zweiten Teil der Vorstellung der Straßenbahn Gotha möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise durch das Netz, bei der ich euch alle Strecken, Stationen und Besonderheiten vorstellen will. Mehr Infos zur Stadt Gotha, der Geschichte des Straßenbahnnetzes, dem Linien- und Fahrplankonzept sowie den Fahrzeugen erhaltet ihr im ersten Teil der Dokumentation, Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Startpunkt unserer Reise ist der Bahnhof Gotha. Mit 5 Bahnsteiggleisen der größte Bahnhof der Stadt, der trotz der verhältnismäßig kleinen Stadtgröße sogar über einen 2-stündigen Fernverkehrsanschluss an der ICE-Linie Wiesbaden-Dresden verfügt. Des Weiteren halten hier der 2-stündige RE1 Göttingen-Leinefelde Gotha-Erfurt-Jena-Gera-Glauchau, die 2-stündige RB53 Gotha-Bad Langensalza und die stündliche RB20 Eisenach-Erfurt-Naumburg-Leipzig. Das Bahnhofsgebäude befindet sich auf der Nordseite und präsentiert sich in einem schlechten Zustand. Auf den angedachten Umbau wird allerdings bereits mit Infotafeln hingewiesen. Neben diesem Nordausgang existiert auch ein Südausgang, an dem sich eine Haltestelle der Stadtbuslinien B und C befindet, die aber beide auch die Haltestelle im Norden bedienen. Dort befindet sich nämlich ein groß angelegtes Umsteigeterminal mit 2 Bahnsteigen für die Straßenbahn und 3 für Busse. Hier halten mit den Linien B bis E 4 der 6 Stadtbuslinien. Außerdem verkehrt eine Reihe an Regionalbuslinien in alle erdenklichen Himmelsrichtungen, sowie eben die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4, die natürlich im Fokus unserer Betrachtung stehen. Sie nähern sich dem Bahnhof, der im städtischen ÖPNV als Hauptbahnhof bezeichnet wird, aus Richtung Norden. Von dort kommend existiert eine Ausstiegshaltestelle mit eigenem Gleis, die aber planmäßig nicht bedient wird. Die Fahrgäste bleiben also auch während des Wendevorgangs im Fahrzeug. Kurz vor der Haltestelle teilen sich die Straßenbahnen dann auf, wobei die Linien 1 und 4 das äußere und die Linie 2 das innere Gleis benutzt. Die Straßenbahnen verbringen hier dann in der Regel ca. 10 Minuten Wendezeit. Bevor die Weiterfahrt angetreten wird. Unsere Fahrt führt uns zunächst in Richtung Norden entlang der Bahnhofsstraße. Links und rechts passieren wir einige Bildungs- und Verwaltungsgebäude, wie die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, ein Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung und das Sozial- und Finanzgericht Gotha. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Zugang zum Versicherungsmuseum. Nach knapp 500 Metern erreichen wir unsere erste Haltestelle, Bahnhofsstraße. Hier halten nur die 3 Straßenbahnlinien. In unmittelbarer Nähe zur Station befindet sich das Deutsche Versicherungsmuseum. Zudem sind das Herzogliche Museum Gotha und der Schlosspark fußläufig erreichbar. Nach der Station passieren wir eine nicht signaltechnisch geregelte Kreuzung, an der die Straßenbahn Vorfahrt gewähren muss,
und befinden uns anschließend auf der Friedrichstraße. Nach nur etwa 300 Metern halten wir bereits wieder an der Haltestelle Orangerie. Sie ist eine der wenigen Haltestellen, bei der ein Ausstieg auf die Fahrbahn erfolgt, hier allerdings nur an der Haltestelle Genorn. Direkt an der Haltestelle befindet sich der Zugang zur Gothaer Orangerie, durch die man das Schloss Friedenstein erreichen kann. Auf der anderen Seite befindet sich das kleine Schloss Friedrichsthal, in dem heute die Fachschule Gotha angesiedelt ist. So mancher Eisenbahner hat hier mindestens einen Teil seiner Ausbildung verbringen dürfen und ist bei diesem Anlass womöglich selbst schon mal mit der Gothaer Straßenbahn gefahren. Diese bringt uns jetzt auch direkt wieder weiter, wobei die Friedrichstraße ihren Namen kurz darauf in Eckhofplatz wechselt. Außerdem passieren wir den Arnoldiplatz, der einstige Umsteigeknotenpunkt des Straßenbahnnetzes, von dem heute keine Spuren mehr zu sehen sind. Und so erreichen wir nach ca. 450 Metern die nächste Haltestelle Huttenstraße. Mit Beginn der Station bekommt die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper. Auf der Straße zu beiden Seiten befinden sich Bushaltestellen für die Stadtbuslinien A, B und F sowie eine Reihe an Regionalbussen, was der Huttenstraße den Charakter einer Umsteigestation verleiht. Das wird zudem dadurch verstärkt, dass sich hier die Straßenbahnlinie 2 von den Linien 1 und 4 trennt, wofür nördlich der Station ein Gleisdreieck existiert. Dabei wollen wir uns zunächst den kurzen Ast der Linie 2 anschauen. Wer ohne Unterbrechung den Linien 1 und 4 folgen will, der kann dies gerne anhand der verlinkten Videokapitel tun. Wir fahren damit jetzt am Gleisdreieck geradeaus. Die hier einzweigenden Gleise nutzt planmäßig nur die Linie 3, aktuell also sehr wenige Fahrten pro Tag. Diese halten in Richtung Ostbahnhof an der Haltestelle Hersdorfstraße, an der wir ohne Halt durchfahren. Hinter dieser wird die Strecke eingleisig und geht abwärts. Dabei passieren wir die Haltestelle Hersdorfplatz, die in Richtung Hauptbahnhof bzw. Wagenhalle von den Linien 2 und 3 bedient wird. Der namensgebende Hersdorfplatz ist ein großer Kreisverkehr, über den die Straßenbahn ohne Ampelregelung hindurchfährt. Anschließend geht es den steilen Nelkenberg hinauf. Kurz vor dem Ende der Steigung wird die Strecke wieder zweigleisig. Und es folgt die Station Reuterstraße, die sich aus beiden Richtungen jeweils kurz vor der kreuzenden Oststraße befindet. Hier liegt unter anderem das Gothaer Finanzamt. Nach knapp 350 Metern folgt die letzte Zwischenstation Leinefelder Straße in unauffälliger Wohngebietsumgebung. Anschließend geht es noch durch zwei Kurven und wieder auf ein eigenes Gleisbett. Kurz darauf erreichen wir nach nur 2,7 Kilometern und 10 Minuten seit dem Hauptbahnhof die Endhaltestelle Ostbahnhof,
weil man als Fahrgast zunächst mit durch die Wendeschleife genommen wird, in der sich ein Stumpfgleis mit Arbeitsgrube befindet. An der Haltestelle angekommen, besteht eine Umstiegsmöglichkeit zur Stadtbuslinie E sowie mehreren Regionalbussen in den östlichen Landkreis. Außerdem ist der Bahnhof Gotha Ost nur wenige Gehminuten entfernt. Dort macht die zweistündige Regionalbahnlinie 53 Gotha-Bad Langensalza Station. Die Straßenbahnen haben hier in der Regel kaum Wendezeit und fahren nach der Ankunft direkt wieder zurück gen Bahnhof. Damit können wir zurück zur Huttenstraße springen. Mit den Linien 1 und 4 biegen wir hier nach links ab und verkehren daraufhin auf der Gartenstraße gen Westen. Nach knapp 400 Metern halten wir dann auch an der Haltestelle Gartenstraße. Südlich der Station ist der Neumarkt fußläufig erreichbar, nördlich mit dem Gotha Altstadtforum eine wichtige Einkaufsmöglichkeit. Da hier zudem mit den Stadtbuslinien A, B, E und F wie am Hauptbahnhof 4 von 6 Stadtbussen und ein paar Regionalbusse halten, ist die Station stark frequentiert. Umso interessanter, dass ausgerechnet sie die einzige mit beidseitigem Ausstieg auf die hier sogar zweispurige Fahrbahn ist. Weiter geht es nördlich der Altstadt entlang mit Kurs gen Westen. Mit einer Linkskurve verlassen wir die Straßenmitte. Und erreichen die Haltestelle Bertha von Suttner Platz. Von hier aus ist der Fußweg zum Hauptmarkt mit dem charakteristischen Rathaus am kürzesten. Außerdem ist das Gotha Stadtbad fußläufig erreichbar. Die hier ebenfalls verkehrenden Buslinien A, E und F halten in Richtung Gartenstraße am Bahnsteig der Straßenbahn und verkehren in die andere Richtung auf der Straßenfahrbahn mit einer eigenen Haltestelle. Mit einer weiteren Linkskurve nehmen wir Kurs gen Süden auf. Nächste Haltestelle. Nach 350 Metern halten wir am Mykoniusplatz. Obwohl wir seit dem Hauptbahnhof bereits 2,5 Kilometer zurückgelegt haben, liegt dieser von hier nur 1,2 Kilometer Luftlinie entfernt. Das ist ein Umwegfaktor von über 100%. Entsprechend liegt von hier aus auch wieder das Schloss Friedenstein in fußläufiger Entfernung. Nachdem uns die Stadtbuslinie A bereits verlassen hat, besteht hier nun auch letztmalig Anschluss an die Linien E und F. Nach der Station nehmen wir mit Hilfe von zwei Rechtskurven den Kurs gen Südwesten auf, der unsere weitere Reise dominieren wird. Damit haben wir zugleich auch die Umfahrung der Altstadt abgeschlossen und befinden uns jetzt in der Gotha Weststadt. Hier erreichen wir als erstes die Station 18. Märzstraße, die sich jeweils vor der namensgebenden Straße befindet. Nach der Station beginnt die Waltershäuser Straße, auf der wir derzeit fahren, leicht anzusteigen.
Nach weiteren 300 Metern folgt die Haltestelle Ernststraße in von Wohnhäusern geprägter Umgebung. Weitere 300 Meter später erreichen wir die Haltestelle Wagenhalle, ab deren Haltestellenbeginn wir wieder über ein eigenes Gleisbett verfügen. Die namensgebende Wagenhalle bzw. genauer gesagt der Betriebshof der TWSB folgt kurz hinter der Station. Er besteht hier seit 1913 und wurde immer wieder erweitert. Er umfasst heute eine Werkshalle mit 5 Gleisen, eine Abstellhalle mit 7 Gleisen sowie weitere Abstellgleise unter freiem Himmel. Hier werden alle Fahrzeuge des Straßenbahnnetzes abgestellt, gewartet und instand gesetzt. Die Haltestelle Wagenhalle liegt 3,7 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Für diese Entfernung haben wir 16 Minuten benötigt, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 14 km/h entspricht. Direkt hinter der Haltestelle wird die Strecke eingleisig. Außerdem zweigen Gleise aus dem Betriebshof ein und andere in eine Wendeschleife ab. Da der Betriebshof nur aus Richtung Westen erreichbar ist, müssen Aus- und Einrücker gen Innenstadt diese Wendeschleife nutzen, um den Betriebshof zu erreichen. In ihr befindet sich auch ein heute nicht mehr genutzter Bahnsteig. Obwohl wir die Stadt Gotha nach und nach verlassen, bleibt der Stationsabstand vorerst städtisch. Und so erreichen wir nach 350 Metern seit der Wagenhalle die Haltestelle Schöne Aussicht. Die namensgebende Straße Schöne Aussicht ist heute Teil eines Hotelkomplexes. Ich konnte die Aussicht daher leider nicht für euch überprüfen und festhalten. Die Haltestelle selbst befindet sich jedenfalls eher in gewerblich geprägter Umgebung und verfügt aufgrund der hier verkehrenden Einrichtungsfahrzeuge über 2 Außenbahnsteige. Es besteht eine Umstiegsmöglichkeit zur hier kreuzenden Buslinie A. Auch nach Verlassen der Haltestelle geht es weiterhin stetig bergab. Wir verlassen jetzt das Stadtgebiet von Gotha und befinden uns im eingemeindeten Dorf Sundhausen, in welchem wir dem Verlauf der Inselsbergstraße folgen. Nach 600 Metern folgt der erst 1994 in Betrieb genommene Halt Inselsbergstraße, bei welchem es sich zugleich um eine Ausweichmöglichkeit handelt. Wie an fast allen anderen Kreuzungspunkten des Netzes wird dabei auf links gekreuzt, sodass zum Ein- und Aussteigen der Bau eines Mittelbahnsteigs ausreicht. Die Haltestelle liegt im Norden Sundhausens und trug ursprünglich den Namen Inselsbergstraße am HGW-Markt. Die 2017 erfolgte Umbenennung in Inselsbergstraße ist allerdings nur teilweise vollzogen worden. So wird die Haltestelle in den Fahrplanauskünften von DB und VMT weiterhin mit der alten Bezeichnung aufgeführt. Auch ein Schild an der Haltestelle trägt nach wie vor diese alte Bezeichnung. Der HGW-Markt selbst trägt übrigens heute den Namen Tegut und befindet sich nach wie vor an Ort und Stelle. Wir unterqueren jetzt die Bahnstrecke Halle Erfurt-Bebra-Kassel und biegen kurz darauf nach links ab. Nach knapp 500 Metern seit der Inselsbergstraße halten wir an der Haltestelle Sundhausen. Diese ist seit 1992 nur noch eingleisig. Thank you.
Kurz hinter der Haltestelle liegt das Gleisdreieck zum Krankenhaus. Bis auf einzelne Fahrten in der Tagesrandlage verkehren alle Fahrten der Linie 4 über diese Haltestelle. Die dort endende Linie 1 tut dies selbstverständlich ohnehin, daher nehmen selbstverständlich auch wir diesen Schlenker mit. Nach ca. 500 Metern seit der Haltestelle Sundhausen folgt dann in der Wendeschleife gelegen die eingleisige Haltestelle Krankenhaus, die sich direkt am Helios Klinikum Gotha befindet. Hier endet die Straßenbahnlinie 1 und außerdem auch die Buslinie A, deren Haltestelle allerdings an einem anderen Eingang des Klinikums liegt. Die Wendeschleife wird als Kreuzungspunkt der Linie 4 genutzt, sodass sich kurzzeitig beide Fahrzeuge in der Schleife befinden müssen. Da die Linie 1 die Linie 4 ergänzt, ergibt sich daraus auch, dass diese hier nur eine sehr kurze Wendezeit besitzt. Nach erfolgter Kreuzung geht es dann für unsere Linie 4 weiter, zunächst durch die Wendeschleife und anschließend zurück zur eigentlichen Hauptstrecke, sowie dann schließlich und endlich hinaus aus dem Stadtgebiet und auf die Überlandstrecke. Etwa auf Höhe der Unterquerung der Sundhäuser Umgehungsstraße befand sich bis 1982 eine Ausweichstelle ohne Fahrgasthalt. Erst nach 3 Kilometern seit dem Krankenhaus, das entspricht dem längsten Stationsabstand im Netz, erreichen wir den nächsten Halt mit dem Namen Boxberg, der zugleich eine zweigleisige Ausweiche darstellt. Außerdem befindet sich hier sogar eine Wendeschleife, ansonsten aber keinerlei Spuren einer Bebauung. Der Grund ist recht simpel. Von der Haltestelle aus ist die bekannte Galopprennbahn Gotha-Boxberg fußläufig erreichbar, was nicht nur einen Halt der Straßenbahn rechtfertigt, sondern bei bestimmten Veranstaltungen sogar Sonderbahnen erforderlich macht. Ansonsten ist die Haltestelle eher schwach frequentiert, da sich hier darüber hinaus nur ein Naherholungsgebiet befindet. Daher verweilen wir hier auch nicht lange, sondern setzen unsere Fahrt unmittelbar fort. Am Ortsrand von Leina unterqueren wir die Bundesautobahn A4. Und erreichen direkt im Anschluss die entsprechende Haltestelle zur Anbindung des Ortes Leina.
Leina ist ein Ortsteil der Landgemeinde Georgenthal und zählt etwa 800 Einwohner. Die Haltestelle befindet sich etwa 10 Streckenkilometer vom Gothaer Bahnhof entfernt. Bis hierhin benötigt man 32 Minuten, womit wir für die Gesamtfahrt auch bereits mehr als die Hälfte der Fahrzeit zurückgelegt haben. Nach Verlassen der Station verläuft unsere Strecke über längere Zeit parallel der Landesstraße L1027. Nach etwa einem Kilometer passieren wir die einzige bis heute bestehende Ausweichstelle außerhalb einer Haltestelle. Auch hier wird auf links gekreuzt, eine Gegenbahn erwartet uns aber planmäßig nicht. Nach 2,4 Kilometern seit Leina erreichen wir die nächste Station Wahlwinkel am Südrand des namensgebenden Ortes. Wahlwinkel ist ein Ortsteil von Waltershausen und zählt ca. 450 Einwohner. Hinter der Station kreuzen wir die Friedrich-Rodaer Straße, zu der wir im Anschluss parallel fahren. Am Stadtrand von Waltershausen erheben wir uns und überqueren die Nebenbahn Fröttstedt-Friedrich-Roda. Direkt im Anschluss fahren wir in das Waltershäuser Gleisdreieck hinein, in welchem sich die Haltestelle Gleisdreieck befindet. Hier findet eine Kreuzung von zwei Bahnen der Linie 4 statt. Waltershausen ist mit 12.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Landkreis Gotha und liegt zu Fußen des Thüringer Walds. Das Gleisdreieck liegt ganz im Osten der Stadt im Stadtteil Ibenhain. Weiter in die Stadt hinein gelangt man mit der Straßenbahnlinie 6, welche hier am Gleisdreieck startet. Wie auch im Schenkel der Linie 4 bestehen für die Verbindungen Gotha-Waltershausen und Bad Tabertz-Waltershausen jeweils zwei Gleise mit Mittelbahnsteig zur Ermöglichung aller Fahrtmöglichkeiten samt Kreuzung. Die Linie 6 hält aber immer im Schenkel Gotha-Waltershausen und kommt dort in der Regel einige Minuten vor den Abfahrten der Linie 4 an. Obwohl theoretisch die Möglichkeit bestünde, durch Umsetzen im Gleisdreieck einen Einrichtungsbetrieb durchzuführen, werden auf der Linie 6 Zweirichtungsfahrzeuge eingesetzt. Dabei fahren die Fahrzeuge in Richtung Gleisdreieck vorwärts, in Richtung Waltershausen Bahnhof mit Ausnahme der ersten Fahrt de facto rückwärts, unter anderem an der Stellung des Stromabnehmers erkennbar. Nachdem beide Fahrten der Linie 4 angekommen sind und die Anschlussreisenden umsteigen konnten, kann die Fahrt gen Waltershausen Bahnhof beginnen. Auch hier gilt, dass per Kapitelnavigation in der Videobeschreibung der Abstecher übersprungen werden kann und direkt mit der Linie 4 weitergefahren werden kann. Die Strecke in Richtung Waltershausen Bahnhof ist die einzige nicht signaltechnisch überwachte Strecke.
Durch dünn besiedeltes Gebiet geht es entlang der verlängerten Goethestraße. Nach etwa 600 Metern kreuzen wir die Ohrdruffer Straße mit Vorfahrtsgewährung und erreichen kurz darauf die gleichnamige Haltestelle. Sie steht sinnbildlich für die nicht immer intuitive Beschilderung der Haltestellen im Gothaer Straßenbahnnetz. Fast alle Bahnen der Linie 6 nutzen den südlichen Bahnsteig. Dort ist die Linie 6 aber nur in Richtung Gleisdreieck beschildert, dafür verschiedene Varianten der Linie 4, wobei die nach Bad Tabatz planmäßig überhaupt nicht vorkommt. Am nördlichen Bahnsteig hält nur die erste Bahn der Linie 6 Gen-Waltershausen Bahnhof. Angeschrieben ist hier aber auch die Linie 6 in Richtung Gleisdreieck. Im Folgenden verkehren wir weiterhin eingleisig in der Straßenmitte der Goethestraße. Diese ist zugleich Namensgeberin der nächsten Haltestelle Goethestraße, die wir nach knapp 400 Metern erreichen. Nächste Haltestelle, Albrechtstraße. Es folgt eine Rechts- und eine Linkskurve. Wenig später wird eine weitere Rechtskurve in die Albrechtstraße folgen, womit wir den ursprünglichen Verlauf der Strecke verlassen und eine 1971 eröffnete Neubaustrecke befahren. Kurz darauf folgt noch unsere letzte Zwischenstation Albrechtstraße, die der Waltershäuser Alt- und Innenstadt am nächsten gelegen ist. Die Straßenbahn verkehrt von hier an zunächst am linken Straßenrand. Anschließend verlässt sie die Albrechtstraße und führt ein kurzes Stück auf eigenem Gleiskörper durchs Grüne. Nach insgesamt 1,9 Kilometern und 6 Minuten seit Waltershausen Gleisdreieck erreichen wir die Endstation der Linie 6 Waltershausen Bahnhof. Einrichtungsfahrzeuge müssen vor Erreichen der Haltestelle die vorhandene Wendeschleife nutzen, während wir direkt zur Einstiegshaltestelle durchfahren können. In fußläufiger Entfernung befindet sich der Bahnhof Waltershausen, einziger Kreuzungspunkt der per Zugleitbetrieb betriebenen Nebenbahn Fröttstedt-Friedrich-Roda. Hier hält stündlich die RB 48 der Südthüringenbahn, die allerdings über keine attraktiven Anschlüsse mit der Straßenbahn verfügt. Nach 13 Minuten Wendezeit geht es für die Bahnen der Linie 6 zurück gen Waltershausen Gleisdreieck, wohin auch wir nun zurückspringen wollen, um die Betrachtung der Linie 4 gen Bad Tabatz fortzusetzen. Abfahrt am Gleisdreieck ist immer zu den Minuten 19 und 49. Wir fahren am Ortsrand von Waltershausen entlang, gen Süden. Nach gut 600 Metern erreichen wir die Station Waltershausen-Schnepfental,
am Westrand des gleichnamigen Ortsteils. Ab hier verläuft die Straßenbahnstrecke parallel zur Nebenbahn nach Friedrichroda. Und so besteht hier nicht nur eine gemeinsame Bahnübergangsanlage für die beiden Strecken, sondern auch eine attraktive Umstiegsmöglichkeit zum benachbart liegenden Bahnsteig der RB 48. Hier besteht für die Relation Fröttstedt-Bad Tabarz ein attraktiver 4-Minuten-Umstieg, der aufgrund ungleicher Taktsymmetrien leider in der Gegenrichtung mit 19 Minuten um ein Vielfaches unattraktiver ist. Die Straßenbahnhaltestelle ist hier eingleisig mit zwei Außenbahnsteigen und ist wie alle Waltershäuser-Haltestellen auffällig stark von Vandalismus gezeichnet. Nach der Abfahrt in Schnepfenthal folgen wir wie angesprochen der Nebenbahn nach Friedrichroda, mit der wir uns im von nun an deutlich bergigeren Gebiet durch das Tal des Bachs Badewasser schlängeln. Nach 1,8 Kilometern erreichen wir den Halt Reinhardsbrunner Teiche, der seit 1982 nur noch eingleisig ist. Von hier aus sind die namensgebenden Teiche sowie das Schloss Reinhardsbrunn fußläufig erreichbar. Außerdem eignet sich die Station als Ausgangspunkt für Wanderungen. Knapp 700 Meter nach der Station Reinhardsbrunner Teiche verlassen wir nach insgesamt 2,5 Kilometern paralleler Fahrt die Nebenbahn nach Friedrichroda und erreichen zugleich die Haltestelle Reinhardsbrunn Bahnhof. Sie ist die erste Kreuzungsmöglichkeit unserer Reise mit Außenbahnsteigen, bei der also auf rechts gekreuzt wird. Planmäßig wird hier aber kein Gegenzug passiert. Die Station ist vor allem von Wald umgeben, lediglich das Klinikum Waltershausen Friedrichroda befindet sich in fußläufiger Entfernung. Dafür besteht hier nochmals eine Umstiegsmöglichkeit zur RB 48, deren Haltepunkt Reinhardsbrunn-Friedrichroda samt historischem Bahnhofsgebäude um etwa 90 Grad zu unserer Haltestelle versetzt liegt. Hier kann auf der Relation Bad Tabarz-Friedrichroda mit 10 Minuten Umsteigezeit einigermaßen attraktiv umgestiegen werden. Im Keil zwischen Bahnhof und Straßenbahnhaltestelle befinden sich außerdem Haltestellen mehrerer Buslinien. Wir verkehren von nun an am Nordrand des höher gelegenen Ortes Friedrichroda entlang. Nach etwa 600 Metern erreichen wir den Halt Friedrichroda, der seit 1985 nur eingleisig ist. Er liegt am Westrand des Ortes und trägt den gleichen Namen wie der am Ostrand des Ortes gelegene Haltepunkt und Endpunkt der RB 48. Der Ortskern des 7100 Einwohner starken heilklimatischen Luftkurorts ist von beiden Halten jeweils ca. 800 Meter entfernt und nur durch Busse erschlossen. In der Nähe der Straßenbahnhaltestelle befindet sich dafür der Kurpark und der Startpunkt diverser Wanderwege. Unser geografischer Kurs wandelt sich nun grundlegend und wir verkehren für den Rest unserer Reise in nordwestliche Richtung.
Nach ziemlich genau einem Kilometer Fahrt durch Wald erreichen wir eine Lichtung. Und kurz darauf den Halt Marienglashöhle. Auch hier kann auf rechts gekreuzt werden, was planmäßig nicht genutzt wird. Der Halt dient ausschließlich dem Tourismus. Hier befinden sich diverse Wanderwege, ein Gasthaus und die namensgebende Marienglashöhle. Sie wurde 1775 mit der Absicht, Kupfer abzubauen, errichtet. Stattdessen wurden hier aber Gipskristalle, sogenanntes Marienglas, entdeckt und bis 1903 abgebaut. Seitdem dient die durch den Bergbau entstandene Höhle als Schauwerk, in der man sich über die Bergwerksgeschichte informieren und die noch verbliebenen Kristalle bestaunen kann. Unsere Bahn setzt sich nun zum letzten Mal in Bewegung und setzt ihren Kurs gen Bad Tabarz fort. Nach 2,4 Kilometern seit Marienglashöhle und 21,7 Kilometern und 54 Minuten seit dem Gothaer Bahnhof erreichen wir den Endpunkt in Bad Tabarz, wobei wir vor der Ankunft dort zunächst durch die Wendeschleife fahren. Mit unserer Einfahrt in die Wendeschleife erfolgt die Abfahrt der hier bereits wartenden Gegenbahn. Es findet also eine überschlagene Wende von 30 Minuten statt. Die Bahnen nutzen dafür in der Regel den Hausbahnsteig 1. Der Bahnsteig 2 dient für wendende Sonderfahrten. In nur wenigen Gehminuten erreicht man von hier aus das Zentrum des anerkannten Kneipp-Kurortes Bad Tabarz mit 4.100 Einwohnern. Den Ortspräfix Bad trägt Tabarz erst seit 2017. Folglich finden sich auch noch Beschilderungen, bei denen der Zusatz Bad fehlt, etwa auf einigen analogen Zielschildern der Straßenbahn. Bad Tabarz liegt zu Füßen des bekannten Inselsberg und lädt zu zahlreichen Wanderungen ein. Wir sind damit leider am Ende unserer Reise angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.